Nach meiner Meinung grundsätzlich erstmal nicht, ja, sondern im Einzelfall, in ganz speziellen Situationen könnte man mal sagen, dass etwas nicht geht, nicht funktioniert an Sozialformen, aber eigentlich nicht. Emotionale Zuspitzungen sind möglich, sind auch manchmal belebend, machen ja das Menschsein auch aus. Und ja, es kommt jetzt darauf an, es geht immer nur so weit, dass es keine Beleidigungen sind, dass es nicht etwas Antidemokratisches ist, ne, dass es etwas nicht Dahergesagtes ist. Das ist ganz, ganz fließend. Also wenn man jetzt mal weggeht vom Unterricht, ich hatte gestern Aufsicht und da in der Bibliothek. Und da waren Schüler, fragt man sich, warum haben die sich eigentlich in der Bibliothek aufgehalten, haben eigentlich nur Kappes gemacht und machten so Witze. Und dann kam immer der Schwuchtel. Erst habe ich so getan, als hätte ich nichts gehört, und dann nochmal Schwuchtel. Und dann habe ich einfach mit denen thematisiert, was das bedeutet, warum sie das sagen, dass es Zeiten gegeben hat, wo Menschen mit dieser sexuellen Orientierung misshandelt und sogar getötet wurden und so weiter. Und da hat sich, es war zwar kein Unterricht, aber Unterrichtsinhalte in der Aufsicht ergeben. Und nach wurde dieses, kehrte dann auch wieder Ernsthaftigkeit ein, und ich habe sie wenigstens mal nachdenklich gemacht. Das ist möglich. Das habe ich auch schon mal als gesamtes Projekt für die Schule gemacht. Aber das war in meiner Anfangszeit hier vor ungefähr 20 Jahren, sind wir mal mit ganz, ganz, ganz vielen Schülern nach Nordhausen gefahren. Und das hat aber jetzt, hat frisch auf der Konferenz ein Kollege vorgestellt, das machen die jetzt für Schüler ab Jahrgangsstufe 9, glaube ich, wieder als Schulprojekt. Selbst wenn das käme, dass irgendjemand sagt, also, das möchte ich aber nicht, oder die Eltern das sagen, dann würde ich erstmal dafür werben, dass es trotzdem passiert, weil man muss sich der Geschichte stellen, finde ich erstmal. Und ich mache das zum Beispiel generell immer, dass ich zum Beispiel jetzt bei der aktuellen Entwicklung, es ist ja nicht alles, was in Deutschland passiert, ist immer erfreulich. Also aus meiner Sicht sind Parolen in den Alltag der Politik eingekehrt, von denen ich gedacht hätte, das wäre nicht möglich gewesen. Ich nenne jetzt bewusst keine Parteien. Aber wenn also sowas dahergesprochen wird oder sich anbietet, thematisiere ich das immer. Und ich thematisiere sogar, habe ich schon mal gemacht, in meiner Klasse, dass Inklusion für mich persönlich auch eine Antwort darauf ist, wie die deutsche Geschichte war. Dass also Menschen mit Behinderung auch ausgeschlossen wurden. Und sowas, das habe ich alles schon in Andachten und so thematisiert. Ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe mich, wir haben uns jetzt mit mehreren Kollegen lange darüber unterhalten, Tag der Auschwitz-Befreiung. Und wie gesagt, wir sind ja eine christliche Schule, wir machen immer Andachten zu Beginn des Unterrichts, ja, oder die meisten Kollegen auf jeden Fall. Aber die Andachten sind jetzt immer nicht nur rein religiös oder so, das wird auch manchmal aus Büchern vorgelesen. Und wir haben uns darüber unterhalten, welche Andachten könnte man jetzt thematisieren zum Thema Auschwitz, Holocaust, Nationalsozialismus und deren Folgen, wie ist man mit behinderten Menschen umgegangen. Dann kam jemand ganz begeistert von Die Welle. Ja, das gibt es ja auch Unterrichtsmaterialien, das wird eingesetzt. Meine persönliche Erfahrung ist, ja, aber das muss man schon sehr gut sein. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das immer schaffe oder geschafft habe, denn die Faszination des Machtmissbrauchs, den ja zum Beispiel die Nationalsozialisten auch gemacht haben, ist so groß, dass sich Einzige nur diese Sprüche raussuchen. Also wenn man das oberflächlich macht oder nur kurz anreißt, würde ich davor warnen. Das ist jetzt meine Erfahrung, sondern dann muss es eine langfristige, super geplante, gut nachbereitete Unterrichtsreihe sein,
Aber nicht einfach mal so, ich reiß mal kurz was an. Na, dann kann ich auch einen Rohrkrepierer machen. Also Vorwissen der Schüler sollte man ja generell erstmal irgendwie herausbekommen, nutzen, was weiß ich, eine Mindmap, damit man machen lassen, damit man überhaupt weiß, was der Stand ist und sie sich gegenseitig befruchten oder auch sieht, ob sie überhaupt motiviert sind und, und. Ja, und Gruppenarbeit, Gruppenzusammenstellung ist ein ganz schwieriges Thema. Ja, also da spreche ich viel mit meiner Kollegin drüber, weil da so ganz viele Prinzipien zu beachten sind. Also jeder sollte mit jedem in einer Klasse zusammenarbeiten, ne? Dann sollte eine Gruppe so zusammengestellt werden, das war ja in der Frage so ein bisschen versteckt, dass man gegenseitig von dem Wissen profitiert. Schüler möchten aber häufig nur mit ihren Freunden zusammenarbeiten, ja? Dann habe ich eine inklusive Klasse, dann muss ich gucken, dass nicht die Schüler, die jetzt am wenigsten Wissen haben oder am wenigsten Interessen haben, in einer Gruppe übrig bleiben. Ja? Und da muss man also ganz verschiedene Methoden verwenden und immer wieder ändern, um zum Beispiel die Gruppenzusammensetzung immer wieder anders zu machen. Meine Kollegin hat da jetzt das auf den frisch genutzten Tablets, die ich eben schon mal erwähnt hatte, eine App entdeckt. Da kann man mit Zufallsgenerator immer die Klassen zusammen, die Gruppen zusammenstellen. Das nutzen wir jetzt oft, weil das den Vorteil hat, dass wir dieses Brechen, ich kann nur mit meiner Freundin und meiner Freundin arbeiten, ne? Und auch die Förderschüler sind, wenn es denn möglich ist, dabei, ne? Das mache ich aber dann häufig so, also dass ich frage einmal, also ich frage dann zum Beispiel die beiden Förderschüler, ich habe ja zwei Förderschüler geistige Entwicklung, lieber, mit wem möchtest du denn gerne zusammenarbeiten? Und wenn die sich dann einen aussuchen und das passt, dann mache ich so. Oder manchmal frage ich auch die Regelschüler, wer kann sich vorstellen, mit dem und mit dem zu arbeiten. Also immer bunt gemischt. Oder ich lege es auch mal fest. Ja, das kommt durchaus vor. Ja. Und dann, ich habe ja erzählt, dass mein ursprüngliches Fach Geschichte ist. Ich brenne dafür. Ja, das heißt also, ich versuche denen klarzumachen oder immer wieder beispielhaft zu zeigen, dass Geschichte, also selbst zum Beispiel Absolutismus und das paar hundert Jahre her ist, dass es da Aspekte gibt, die heute noch Auswirkungen haben. Ja? Oder dass es Aspekte in der Geschichte gibt, wo Generationen für etwas gekämpft haben, was heute selbstverständlich ist. Und wenn man den Schülern zum Beispiel sagt, Frauenwahlrecht gibt es erst seit 100 Jahren, ne? Die denken ja, das gibt es seit Urzeiten und für die sind 100 Jahre auch lang. Aber in geschichtlichen Dimensionen sind 100 Jahre ja nicht lang. Und wie man an Sprüchen von manchen Männern kennt oder an dem ungleichen Lohn, was ja heute gerade Nachrichtenthema war, sieht man ja, dass die Frauenrechte immer noch erkämpft werden müssen. Und so werbe ich für Geschichte. Aber manchmal sage ich auch, ich verlange das jetzt von euch. Ich sage, ihr werdet hoffentlich im Laufe der Einheit sehen, dass es von Belang ist. Ja, Sie haben schon einen wichtigen Aspekt gesagt, die Leistungsüberprüfung, wenn sie denn überhaupt so zum Abschluss einer Unterrichtsreihe ist oder es ist einfach die Präsentation zum Beispiel, das ist also der ganze Prozess, der bewertet ist. Das sagt ja, jeder Schüler hat das Recht auf die Art der Überprüfung, die seinen Fähigkeiten entsprechend ist. Und manche Schüler, die zum Beispiel sprachliche Probleme haben, können es vielleicht besser nicht sprachlich präsentieren oder mit weniger Sprache. Bei anderen ist es genau umgekehrt, die versagen immer in Tests, ja, sind aber in einer mündlichen Prüfung gut. Das sollte man immer wieder nutzen. Das ist natürlich jetzt da durch diese
ganz, was jetzt PISA hat ja ergeben, Deutschland ist so, ach, so schlecht in der Bildung, was ich übrigens gar nicht so ganz so deutlich sehe, sondern diese ganzen Tests führen dann natürlich dazu, dass man das auch immer wieder machen muss. Also jetzt sind Lernstandserhöhungen zum Beispiel eine 8, dann üben wir auch für die Lernstandserhöhung. Dann wird die Lernstandserhöhung vom vorigen Jahr den Schülern angeboten, sie können sich schon mal angucken, es wird besprochen und thematisiert. Und also man kann den Anforderungen, die Curricula, die das Kultusministerium und das Land insgesamt setzt, ne, die müssen wir ja fordern. Ne? Aber da hat sich auch viel getan, zum Beispiel, die sind für Förderschüler Hören und Kommunikation anders als für Sehen und so. Wird auch drauf eingegangen. Ne? Und natürlich Förderschüler geistige Entwicklung nehmen jetzt an diesen nicht teil. Und da könnte ich jetzt noch viel, viel mehr sagen. Also es ist wirklich so, dass wir versuchen, aber auch das Ministerium, jedem gerecht zu werden. Aber irgendwann, wenn es dann zum Beispiel Richtung Zehnerabschluss oder Abitur sogar geht, wo ich ja auch so mal mit dabei war, dann gibt es natürlich Anforderungen, hinter denen man nicht zurückgeht.